Herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Ihr seht schon, an der linken Seite ist das Deck soweit aufgebaut. Es ist ein Kontrolldeck mit drei Legendaries drin. Also zum einen hier unten. Kane ist drin. Wir haben den schwarzen Ritter drin und wir haben den Manipulator drin. So als sehr seltene. Lass die Jagd und beginnen. Was bekommen wir als Starthand? Wir bekommen eine recht blöde Starthand. Bringt uns eigentlich alles irgendwie nicht. Gegen einen Jäger lassen wir natürlich hier mal noch den Wirbelwind da. Man weiß ja nicht, wenn lasst die Hunde los oder so kommt, dann wäre es praktisch, wenn wir dem irgendwas entgegenzusetzen hätten. Okay. Na, ich denke, die Kriegsaxt wird uns jetzt am Anfang hier ein bisschen helfen. Es kommt drauf an, was er jetzt ausspielt. Er spielt ungewöhnlicherweise gleich einen Waldwolf aus. Die meisten Jäger behalten den eigentlich immer bis zur Unendlichkeit. Und was möchte er noch? Und macht noch ein Schweini. Gut, damit können wir leben. Wir können auch gleich abräumen hier mit einem Wirbelwind. Aber ich denke, wir gehen das Ganze erstmal ganz langsam an. Erstmal zum Waldwölfchen weg. Dann heilen können wir uns ja entsprechend immer noch. So, was bringt er jetzt? Er macht seine Heldenfähigkeit und wird wahrscheinlich hier mit dem Schweinchen auch noch auf uns losgehen. Wir sind Runde 3. Brauchen eigentlich im Moment gerade nicht. Wir haben uns mal ein bisschen hoch. Nehmen wir das Schweinchen noch weg. Und schauen, wie es weitergeht. Okay, er hat uns nur die 2 Schaden rein, wohl offenbar. Und spielt nichts. Gut, dann können wir ihm auch mal ein bisschen Schaden machen. Einmal Zwetschge. Der wird auch noch ein zweites Mal zuschlagen können, hoffentlich. Na, was spielt er jetzt? Runde 4 ist normalerweise ein schöner. Da kommen normalerweise jetzt die Yetis und alles. Nein, er spielt ein Fass gegen uns. Okay. Ich dachte, wir können den hier nutzen, um entsprechend noch was rauszuhauen. Aber. Na gut, mit dem Einschaden hier. Das ist nichts, was wir uns geben. Deswegen heilen wir uns, dann steht es 24 zu 26. Und können in der nächsten Runde, wenn von ihm jetzt nichts Großes kommt, kommt was Großes, müssen wir ihn spielen, kommt was Kleines, spielen wir Kane. Und dann sollte das eigentlich recht harmonisch zugehen. Okay, der ist eklig. Sollten wir ihn auch wegnehmen. Allerdings macht... ich überlege gerade. Die 3 Schaden sind unschön. Wenn ich ihn draufhau, kriegt er 1 drauf. Deswegen würde ich sagen, es wäre Zeit für ein Hinrichten, oder? Er wird um 1 gebracht. Aber wir können ihn trotzdem noch aufnehmen. Zusätzlich spielen wir hier unseren Feendrachen. Vielleicht unsere Heldenfähigkeit. Und das ist wieder schön aufgeräumt. So, 20 zu 26. Wir sind ein bisschen im Hintertreffen. Allerdings kann er gegen ihn nicht direkt was machen. Ah, doch, er kann.
Aber das ist gut, wenn er diesen Schlüssel jetzt schon weghaut, können wir jetzt ohne Probleme. Verzagt nicht. Unseren Kämpfchen. Die Erdenmutter ist nah. So, was macht er jetzt? Er scheint irgendwie nach Antworten zu suchen, aber es liegt nicht arg viel da. Danke, wir haben ja noch einen zweiten. Sind auf uns. So, nächstes. Jetzt hätte ich gern irgendwas Schönes. Die brauchen wir noch nicht. Wir brauchen ja gerade keine Waffe. Deswegen spielen wir ihn als Anstürmer. Hauen schöne 8 Schaden auf ihn drauf. Ihm was drauf und steht Gleichstand 18-18. Er hat seine... einen kleinen Raptor. Und er geht nicht auf... Okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er auf uns losgeht. Aber das macht er nicht. Deswegen können wir hier ihn schön... Der ist unschön durch seine 3 Schaden. Es ist leider alles ein bisschen zu hoch. Deswegen sollten wir... wenn wir sie ausspielen, können wir noch unsere 5-5er Waffe anlegen. Versucht es hiermit! Ich glaube, wir hauen sie raus, spielen aber trotzdem unseren Arkanitschnitzer. Und ihn rausfliegen. Einmal. Dann spielen wir ihn raus. So. Und dann sollte wieder ein bisschen Ruhe im Karton sein. Er schaut, was er machen kann. Okay, jetzt kommt die Lass die Hunde los. Nein, er spielt eine andere Taktik. Und ein Geheimnis. Gut, ist ja kein Problem. Hier steht ein 2-2er, das könnte auf eine Schlangenfalle hindeuten, die er wahrscheinlich hat. Allerdings sollte ich dann zuerst ihn spielen. Ja, der könnte jetzt wahrscheinlich erledigt werden, aber wir schauen mal. Ja, bringt uns leider nichts. Wir müssen auf ihn losgehen. Okay, also ich meine Explosion, dass hier eine Explosion liegt. Wie gefällt euch das? So, wenn wir jetzt die Explosion auslösen, dann zerstört sie natürlich alles. Deswegen schauen wir mal. Wir haben... Scheiße, ich hätte sogar noch... Ich hätte es direkt ausspielen können. Ich hätte hier noch 4, dann hätte ich 9, dann hätte ich 13 gehabt. Schade. Kann ich seinen Dunkelpanther vielleicht kopieren? Wir greifen erstmal noch an. Pura. Ich muss mich entscheiden. Okay. Geht auf uns. Macht ja nichts. Wir müssen uns ein bisschen heilen. Noch konzentrieren, steht bleiben. Okay. Er spielt einen Riesen und spielt einen Wildbegleiter. Der macht 5 Schaden. Er hat 2 Schaden zu wenig. Das heißt, wenn er es jetzt nicht weghaut, dann haben wir gewonnen. Gut, und genau das nutzen wir jetzt eigentlich. Gut, wir bedanken gespielt. Uns für das Spiel. Lucht
Und komm. So. Das war die Runde mit dem Krieger. Ja, da war jetzt doch noch ein bisschen spannender. Ich hätte es schon eine Runde früher beenden können, habt ihr gesehen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge am Deck habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Vielleicht können wir die ja dann auch beim nächsten Mal testen. Und dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.